Helmliga eben noch platziert. Alter. Durch diese lange Pause, die ich hatte, bin ich von Silber 1 auf Silber 5 Standard runtergerankt worden. Ja. Ich meine erste Partie ging halt eben gegen lauter Silber 5 Leute. Das Spiel habe ich verloren, weil das wirklich so Leute waren. Ach, YOLO mal rein. Dann dachte ich nur noch Bronze 1 Leute dabei, danach nur noch Bronze 2 Leute. Noch so 4 Niederlagen auf eine schöne Siegesserie hingelegt. Okay. Hab dann geschafft, mich Bronze 5 zu platzieren. Hab dann mal so 2-3 Spiele so gemacht, die ich gewonnen habe, und bin dann gerade in Silber 5 reingekommen. Und dann war die Season zu Ende. Krass. Und ich hab gedacht, so, boah, jetzt weiß ich aber, wovon die gesprochen hat. Ja. Boah, ich muss nicht bannen, ne? Was warst du nochmal in der Teamliga? Letzte Saison, lass mich nicht lügen, Silber 1 oder Silber 2 war ich. Ich glaube, wir haben Smurfs. Ich glaube, wir haben Smurfs dabei. Wieso? Ja, weil der Klo-Typ wahrscheinlich hoch ist. Team Dia 5, ja. Lass uns mal. Also ich pick auf jeden Fall Kelters. Wollen wir mal gucken. Ich frag nur, weil der angefrieren hat, ob einer von uns nicht Dinge spielen kann. Nicht Sihila. Würde ich einen Lucio auspacken. Oder einen Karasim. Lucio oder Karasim. Wie gesagt, ich frage jetzt so, weil er angeschrieben hat, ob einer von uns nicht Hila spielen kann. Ich vernehme den Ruf der Wildnis. Ich glaube dann, also schwierig. Ja, dann mach du einen Healer. Aber ich würde dann schon eher sagen, Karasim, Lucio ist immer so eine Sache. Und Karasim kannst du echt gut, also. Da könnte ich den Schaden noch mit raushauen. Thrall, Varian, oh Gott, Junkrat, okay. Ich folge der Stimme Eluns. Aber ich habe so viel verloren in der Teamliga, jetzt ist mal wieder was Gutes drin. Ist der Phoenix dabei, jetzt geht's ab. Hallo. Ja. Ja, ich hab gesehen, die letzten paar Runden schon geil, waren auch nicht so von Siegen gekrönt. Ja. Jetzt, YouTube laufen. Ja, ja, gut. Da auch schon alte Folgen. Ja, YouTube hinkt ein bisschen hinterher, weil ich zu viel aufgenommen hab. Ja, so ungefähr einen Monat. Ja. Ungefähr. Deswegen hab ich Video gesagt, so dieses Video habe ich irgendwie am, ich sag mal, 7. September aufgenommen. Das war genau der 7. Oktober, wo das Video hochgekommen ist. Ja, kann sein, ja. Ja. Was wolltest du noch sagen? Was abgehackt am Ende? Ich war fertig. Mhm. Dia 5. Mit Silber 2. Und Gold 2. Boah.
Boah, ich finde es ja echt nicht gut, dass die dem schlechtesten der Gruppe, wenn das keine Smurfs sind, ne, dem schlechtesten in der Gruppe einen Thrall gegeben haben. Einen Thrall gegeben haben, der nicht so easy zu spielen ist und der solo lanen muss. Das finde ich nicht so cool. Aber egal. Also muss ich mich gedacht, ich jetzt mal umstehe. Ich bin kein Solo-Laner. Ja. Ja, ich darf beim Team bleiben. Ja. Wie kommt es eigentlich, dass der Phallus nicht mehr Phallus heißen darf? Das hat Blizzard ihn umbenannt, aber schon vor Ewigkeiten. Ich glaube schon vor 3 Jahren oder so. Oh. Und wieso? Mit welcher Begründung? Keine Ahnung. Ich vermute mal. Zu sexistisch. Vermutlich, ja. Ja. Und jetzt ist er der Klaus. Klaus. Für mich wird er immer der Fallus bleiben. Ja. Steht außer Frage. Das ist so. Jetzt kam das erste Video raus, Teamliga mit Fallus. Ja. Muss ich auch erstmal mit Hashtag Sahne. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich selber den Hashtag Sahne da reinsetze. Ey. Ich glaube, das mache ich auch noch. Ja. Ich hätte auch Anna spielen können, aber ich glaube, sinnvoller, wenn ich hier Assassin mache. Ja, ich auch. Verfehlt, ey. Mist. Der Mephisto ist jetzt in der Heldenrotation, habe ich mal ein bisschen angespielt. Das ist nett. Ja, wurde aber auch genervt heute. Habe ich gelesen. Ich geh mal back, ne? Ich hab keine Mana mehr und bin low. Aktiviert die Schreine jetzt, dann gehört die Macht des Drachen euch. Ja, nimm mal die Lane noch mit und dann geh erst runter, weil sonst verlieren wir zu viel XP. Hättest du auch in der Tower töten lassen können. Wäre schneller gegangen, aber ist nicht schlimm. Oh Gott. Das waren aber krasse Feeds, ey. Okay, da sterben wir halt alle. Cool. Und so schnell ist man 2 Level hin. Ein Level. Ja, ein Level. Wieso kann der Thrall nicht gegen Rexa lanen? Das ist auch echt ein Witz, ey. Aber ich hab's befürchtet. Ja, der Hanzo kann auch nicht fokussen. Boah. Übel, der war Diamant, ne? Ja. Deswegen ist doch keine Bauchschmerzen. Das ist krass. Ja. Tropfsteinhöhle hier.
Hanzo macht ein Camp zu einem super Timing. Und schon wieder tot. Ja, die spielen als Team. Wir nicht. Ja, unser Thrall verliert gegen Rexa. Das ist lächerlich. Jetzt sind die zu zweit auf der Solo-Lane und dann verlieren wir das Game. Brauchen wir nicht hin, sie sind zu viert. Sterben wir nur. Ey, ohne Witz, ich habe noch nie so schlechte Leute gesehen, ey. Krass, ey. Hart. Hätte mich lieber den Atari spielen lassen sollen. Ja, die sind richtig bad, also. Richtig, richtig schlecht. Sorry, aber da kann ich mich echt nicht zurückhalten. Der chased alleine drei Leute und stirbt. Was? Das ist kein tieferer Sinn dahinter. Also nicht mal annähernd. Ja, der Thrall kommt nicht klar auf der Solo-Lane. Jetzt kommt er schon zu uns, weil er gegen Rexa nicht lanen kann, ey. Oh. Hätte ich bloß Sagara genommen, echt. Soll ich den oben mal helfen? Nee, es bringt ja nichts. Dann sind wir zu dritt. Dann verlieren wir auch. Wir müssen ja zumindest 4 gegen 4 hier unten sein. Ja. Okay, GG, das war's. Krass. Ah, und bei den Gegnern war halt auch ein Diamant mit zwei Placement-Leuten, ne? Also. Hey, der beste von denen waren Platin 1. Ja, gut. Ist ja ungefähr dasselbe, Dia 5 oder Platin 1. Kacke, echt. So schlecht, die Leute. Wie kann der denn nicht gegen Rexa klarkommen, ey? Da traf ich nicht. Das war's schon wieder, ja. Ey, die sind richtig gut, die Gegner, ey. Die sind richtig gut. War es eine Fünfergruppe, weißt du das? Hab ich nicht drauf geachtet. Von euch wird nichts als Asche übrig bleiben.
kurz prüfen. Ja, alle tot. Krass. Ja. Jetzt hat es 4 Level Unterschied. Ich muss meine Wunden versorgen. Der Gegner greift eure Zitadelle an. Es soll geschehen. Ey, guck dir den Rexer an. Der lässt sich von dem Chor kaputt ballern. So schlecht sind die, ey. Und wir verlieren gegen die. Gott, ey. Also der Rexer ist richtig bad, aber der ETC ist richtig gut. Ja. Und die Tyranne ist auch gut. Ja, die ist richtig gut. Die kann auch nicht gerackt. Ja. Ah, der Rexer da vorne, guck dir das an. Sylvanas ist auch nicht schlecht. Lol. Was war das denn für ein Feed jetzt? Krass. Die wollen uns nochmal eine Chance geben. Die haben Mitleid mit uns. Also wirkt es fast. Wollen wir das Camp machen? Nee, nee. Objective. Drache. Achso, ja, klar. Oh Gott, der Varian nimmt's. Das kann ja was werden. Das macht der Lane damit. Komm weg hier, komm weg. Lass dem Drachen helfen. Oder sonst macht er da wieder nix. Oh Gott, nein! Okay, ich bin weg. Tschö. Krass, ey. Unfassbar. Das war glücklich vom Hanzo. Der ETC, der macht mich halt fertig hier. Was soll ich machen? Zwar gelogen, aber kannst du es trotzdem mal schreiben. Niederlage.
Mann, ey. Ah, ja. Boah, kein einziger von uns ist in dem Screen, ey. Scheiß Smurferei. Der Rexer war der einzige, der wirklich schlecht war bei denen. Ja. Schade. Ich habe kurz was zu trinken. Jo. Wobei kann man auch nicht so sagen, ne? Rexer ist ja auch gar nicht gestorben. Keine Ahnung, ey, auf jeden Fall war das ein Katastrophenspiel.